Hallo und willkommen zurück bei Ruckeln in Minecraft. In etwa. Vor allem bei mir. Vor allem bei dir, genau. Ja, so viel dazu. Ich leg weiter Schienen, ihr buddelt, oder wie war das? Genau, wir graben an einem dicken Ding. Ich wollte ja kleiner Chor. Glaube ich, Elevator. Ja, wir heben hier ein Riesenloch aus, das wir, glaube ich, noch nicht erwähnt haben. Nicht so wirklich. Das ist die geheime Untergrundbasis. Ein Untergrund trifft's, ja. Warum machen wir das nicht überirdisch, irgendwie in der Luft? Dann müssen wir nichts ausbuddeln. Keine Ahnung, da müsste man so viel bauen. Wo sind denn die ganzen Schienen hin? Aber dafür müsste man nichts abbauen. Hab ich die unten? Du kannst es auch unterirdisch bauen. Tschüss. Nee, jetzt haben wir aber schon hier ein kleines Löchlein. Tja. Ganz einfach, weil Maschinen explodieren, wenn sie im Regen stehen, dann können wir es nicht oberirdisch bauen. Dann kannst du überdachen. Details. Sei mal nicht so hier. Da ist eine Treppe. Das ist immer wieder faszinierend, was man so alles im Untergrund findet, dadurch, dass wir die Welt gecopy-pastet haben. Da sind noch Gänge, die ins Nichts führen, mit Treppen, die ins Nichts führen und Seitengängen, wo nichts ist. Wir brauchen keine Dungeons, wir haben das selber. Ja. Haben wir uns selber gemacht, genau. Erzähl doch mal deinen Plan hier mit den Schienen nochmal genauer, was du dir ungefähr vorstellst. Der grobe Plan ist und die Hoffnung ist, dass wir es irgendwie hinkriegen, dass wir einen Zug von hier bis ins End fahren können und eventuell auch andersrum, aber das ist mehr so spekulativ. Ich befürchte, dass wir die Karts nicht einfach durchs Endportal wieder zurückschicken können. Da ist ein Licht ganz am End. Würde mich jedenfalls überraschen, wenn das ginge, weil das ja vom Spawn abhängt. Mhm. Das aber heißt, ist so die Frage, wo ist der Spawn von einem Minecart? So ungefähr. Vielleicht können wir schauen, dass wir es mit Stargates hinkriegen, eventuell. Ich weiß es nicht. Und Viacraft, genau. Ja, genau. Wow. Also du, glaube ich, meintest, du willst es jetzt erstmal so probieren und wenn das nicht funktioniert, dann ist die Backup-Lösung sozusagen Lantiacraft und wenn die nicht funktioniert, dann Dann installieren wir Enhanced Portals oder so ein Käse. Genau, dann stellen wir uns in die Ecke und schmollen oder so. Haben wir noch irgendwo ein Minecart, das ich durchschmeißen könnte? Dann rufen wir ein Taxi. Glaub nicht. Taxi. Wie oft habe ich mir hier schon einen Mining-Laser gewünscht? Oh ja. Stimmt zu oft. Egal. Ich meine, Minecarts sind ja eigentlich bloß normale Entities. Das heißt, wenn ich irgendwie ein Item durchschmeiße, müsste es ja auch eigentlich aufs selbe rauskommen, ja. Theoretisch. Ich meine, es ist Minecraft, aber theoretisch. Grundsätzlich mal, ja. Solltest jetzt nicht deinen Drill nehmen? Ja, gut. Oh, Eisen. Ist klar. Ja. So, ach, puh. Wenn irgendwas hast, was gesilk-touched werden muss, sag Bescheid. Gesilk-touched. Ein schöner Ausdruck. Mhm. Klingt irgendwie widerlich, aber. Wieso? Ich weiß nicht, wenn ich irgendwie abends weg bin und dann heißt so, ich wurde gesilk-touched, das klingt jetzt nicht so. Ja, Silke hat dich angefasst, das ist echt ätzend. Ah, oh. Welche Silke? Ich weiß nicht. wie hieß denn das? Das ist jetzt 92. Wow, das ist tief. Cool. 92 bis 43, also sagen wir 42. Also, oh, viele Elevator Tracks. Okay. Eieiei. Und ich muss die Wand verbauen, mein Gott. Oh, jetzt schaue ich erstmal, ob ich Sachen durchschmeißen kann. Licht weg. Oh, richtig. Ich möchte irgendwie gern Fackeln an die Decke packen. Ja, oder in die Luft. Entweder nehmen wir dann eine Lok oder wir müssen ja noch lauter Booster-Tracks hinstellen. Wir könnten in der Mitte einen stehen lassen, Daniel, damit wir Licht haben. Und weg macht dann. Ja, du solltest das mir erst sagen und dann nicht das auf das packen, wo ich gerade abbaue. Ich hatte es gesagt, aber das war wahrscheinlich der Lag bei dir. Das kann auch sein. Okay. Dann machen wir das so. Ja, das ist eigentlich. Ja. Warum habe ich jetzt Sand genommen? Ja, warte sich. Weil Sand so stabil in der Luft hängt. Ja, genau, das dachte ich mir dann auch so. Mhm.
Gravel wäre viel intelligenter gewesen. What the Apropos. Fuck? War ja schon immer ein Loch. Kommt ganz drauf an, wo du bist. Ah, richtig. Wir sind ja nicht mehr, wo wir mal waren. Okay, ich nehme alles zurück und baue das Gegenteil. Wo bist du eigentlich? Ich bin gerade beim Endportal. Da ist nämlich reingeregnet. Das hat mich gewundert, dass es da reinregnet. Wie ist denn das, wenn das jetzt... Uchs. Unten im Wasser? Testen wir doch erstmal mit. Habe ich noch irgendwo... Was? Im Wasser? Endportal? Das ist Wasser. Das ist ziemlich weit weg. Endportal. Das ist das Portal. Mhm. Nee, Neverportal. Okay. Ist der jetzt... Goddammit! Danke. Na gut, dann besuche ich dich. Hey! Wohl nicht. Also nicht auf diese Idee gekommen, diesen Raum so riesig zu machen. Ach, wir. Okay. Verdammt. So, wenn ich jetzt da... Kobbel reinschmeiß. Der ist nicht irgendwie rausgefallen? Nein, das ist schon mal positiv. So. Yay, okay, so rum geht schon mal. Das ist positiv. Jetzt ist es interessant, wie es andersrum ist. Hallo, Endermänner. Also, du willst jetzt in den, im End da in das Portal was reinschmeißen, oder? Mhm. Und gucken, ob es hier bei uns in der Basis rauskommt. Oder so. Pluff. Es kam zumindest nicht unten wieder raus. Ja, ich habe gewonnen, ich weiß. Yay, herzlichen Glückwunsch, ich möchte dir noch persönlich gratulieren. Also in der Basis ist es nicht, wahrscheinlich ist es irgendwo beim Spawn rausgekommen, wo auch immer der Spawn ist. Also der Weltspawn. Ah. Das ist schade. Sehr. Wir haben einen Baum auf der Terrasse. Seit wann haben wir einen Baum auf der Terrasse? Welche Terrasse? Ich hab Baum. Haus. Wo kommt der denn her? Was bist du denn für ein Baum? Oh. Oh, du bist groß geworden, Baum. Halleluja. Okay. Was für ein Baum. Wir sollten. Okay. Wir sollten die alte Dingsbaumfarm nicht wieder anschmeißen, sonst ist unser Haus weg. Oh. Das ist ein großer Baum, ja. Ja. Gut, das heißt, das rum geht schon mal nicht, das ist schade. Dicker Baum vor allem. Wir hatten doch schon irgendwie so da, so ein Stargate-Ding, kann man die auch craften? Oh, gute Güte. Naquada Ingot. Eisen Naquada. Wir haben doch bestimmt sowas, oder? Wir machen jetzt Stargates, FTD. Kann man die Dinger auch irgendwie bauen? Naquada haben wir auf alle Fälle. Obsidian, Stargate-Core, verdammt. Aber wir haben bloß einen Controller. How did that happen? Braucht man die auf beiden Seiten oder reicht das? Du kennst dich doch mit Stargates aus. Was? Du Controller? Du bist doch unser Stargate-Fanboy. Erklär mir doch mal, wie das ist, wenn ich jetzt da zwei Stargates baue und auf der einen Seite den Controller habe, auf der anderen nicht. Reicht das? Theoretisch ja. Okay. Weil du ja im Prinzip adressierst hin, wo das Ding ist. Und irgendwie in irgendeiner Folge haben sie irgendwie mal den Controller mitgenommen und sonst was. Da war was. Okay. Also. Muss man das Ding nicht von der anderen Seite? Wobei, du musst ja die Adresse bekommen und ich bin mir nicht ganz sicher, wie das in Lanteacraft funktioniert. Und ich glaube, die Adresse bekommst du im Controller, den du anschließt ans Portal. Echt? Das ist ja. Ja, gut, aber dann kann man ja umstellen, dann kann man sich ja merken. Kann man ja einmal einstellen und auslesen und dann wieder abbauen und woanders hinstellen. Das kommt ganz drauf an, wie Lanteacraft beschließt, dass es funktioniert. Okay, wir testen das jetzt. What could possibly go wrong? Das heißt, ich brauche jetzt von dem Kram hier noch ein bisschen was. Wie viel eigentlich? Ja, wie groß waren die 7x7, ne? Das sind was viele. Das ist viel. Ich glaube, so viel haben wir nicht. Ich glaube, das können wir dann gleich mal knicken. Von? Naquada. Ich meine, ich kann das noch einschmelzen, aber... Dann haben wir nochmal 6 mehr. Wo ist denn die Fenster? Du kannst mal im Gang gucken, ob du in den Wänden was findest. Welchen Gang? Den unten? Ganz unten. Oh, ist drüben leer. Bock drauf. Controller. Ja, okay. Ich muss mal kurz einen Plan nachschauen, wie das aussah. Lanteacraft. Portal? I don't know. Images. Gib mir eine Schematik. Yay! Okay. Es sind... Goddammit. Ich will das Bild, nicht die Wiki-Seite. Danke.
Eins, zwei, drei. Oh Gott, gute Güte. 7 von diesen Controller-Dingern und 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 von den anderen. Halleluja. Du musst das Ding reinsetzen. Wer sitzt da so rein? Die Batterie reinsetzen. Wenn sein Ding-Pack wieder geladen ist. Okay, das reicht nie. Hä? Das heißt, die gerade eine Batterie zugeschmissen. Mhm. Warum muss ich das machen? Ja, weil ich weg bin und die Batterie da ist, wo du theoretisch den reingesetzt hast. Hä? Ich habe doch die Batterie rausgenommen und meinen Drill reingelegt. Interessant. 5 mal 10. Okay, wir brauchen 55 Naquada Ingots und wir haben 22. Das heißt, es geht schon mal jetzt nicht. Das ist dann schade. Hat das erstmal nichts mit diesem Plan. Oder, oh, wir haben noch ein bisschen was im Dings drin. Das reicht aber, glaube ich, trotzdem noch nicht. Das sind dann 30, 36. Ja, im Lager, das könnte natürlich noch sein. Im Lager dürfen wir noch einiges haben. Hm, schau ich öfter mal. Vielleicht 13 doch. Oh wow. Dürfte in keiner Barrel sein. In keiner, also meinst du irgendwo in einer von diesen Kisten? Ja. Also ich kann mich nicht dran erinnern, dass ich da eine Barrel zugeordnet habe. Factory Blöcke, Trinium, nah dran. Aber nicht ganz. Na Quadra, 9. Ah, ja, schon mal anfangen. Zack, aber dann wird nicht mehr da sein. Hm. Oh, Äpfel. Oh nee. Wie viel brauchst du noch? Oh, Saplings. Na, was? Flo, wie viel brauchst du noch? Warte, 22 waren da, das sind, nee, genau, da sind nur bei 37 und irgendwie, was habe ich noch an die Dings reingeschmissen? 10 oder so? Okay. Dann laufe ich mal für ein Portal oder für zwei? Also ein Portal. Good point. Ja, mit anderen Worten. Mhm. Brauchen wir nochmal doppelt so viel. Ja. Ich gehe einfach mal durch den Gang und guck mal mit dem tollen Analyzer, ob ich da noch was finde. Ich glaube, das tauchte nicht auf. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das tauchte nicht auf. Das ist aber eher ungünstig dann. Yep. Nur 23 mal 50. Ja, das ist nicht ganz. Da haben sich Slimes im Gang gebildet. Nicht ganz genügend. Schade. Egal, dann mache ich jetzt erstmal hier weiter mit. Was habe ich gesagt? 40, gut, gut. Was habe ich denn? Unser damit Gang ist blockiert mit einem Slime. Super. So, der Raum hat jetzt, glaube ich, ist zur Hälfte jetzt fertig. Ah. Immerhin. Wir haben ja auch halb so viel Naqua dafür gebraucht. So. Nee, wird wohl wirklich nicht angezeigt. Aber trotzdem mal interessant, was es hier so alles gibt. Wow, 74 Graphit. Wo braucht man das eigentlich? Beziehungsweise braucht Graphit? Man das überhaupt? Ja. Ich brauch's nicht. Ach, ja, schade. Damit. Ich schau mal. Das braucht man nicht, das spammt einem nur freundlich das Inventar zu. Mm. Oh, oh cool. Das wusste ich auch noch nicht. Elevator Tracks doppeln als Leiter. Wow. Man braucht es für den Basic Arc Furnace, für den Arc Furnace braucht man es im Prinzip. Und für, ja, Plasma Arc Furnace. In der Zelle, braucht eine Graphitzelle. Mhm. Ist das ein Consumable oder ist das auf ewig? Zum Craften. Ah, zum Craften, okay. Gott.
Wer hat sich nochmal ausgedacht, dass dieser Raum... Ach, hatte ich schon mal gefragt. Tja, ja. Okay, wenn das geht... Oh, fuck. Naja, wir könnten natürlich erst mit der einen Seite... Na, mit der einen Seite... vom Raum arbeiten. Ach so. Dann gehe ich gerade so langsam. Oh, ich habe Hunger. So viel Hunger, okay. Das ist ganz fertig. Nee, aber dass er langsam geht. Ja, das hatte ich auch, aber ich war gerade im Gang unterwegs. Möglichkeit 1? Nee, passt. Lecker Steak. So, ja, und wir haben mittlerweile wieder so ein paar Rezepte reingepackt in den Nahrungssachen in den Hunters Backpack. Forestry hat nämlich die Config-Optionen komplett verändert. Und ja, jetzt geht's wieder. Also, warum auch nicht? Das heißt, jetzt geht's wieder. Jetzt haben wir es mal wieder so gemacht, dass zumindest ein paar umgehen. Haben wir aber garantiert irgendwelche Sachen vergessen. Also, wie ich. Zum Beispiel die Baked Potatoes habe ich vergessen. Willst du mich verarschen? Das habe ich dann schon gemerkt. Ich wollte eigentlich nur einen Zombie angreifen, der in unserem Gang rumläuft, und plötzlich fallen fünf Skelette vom Himmel. Okay. Ein Skelett kommt geht selten allein. Ja, ehrlich. Geht weg. Ein Aufzug. Okay, braucht dann noch Booster Tracks, aber erstmal so. Irgendwie, oder ist das? Ich habe leider keine 4 Stacks Naquada gefunden. Schade. Ich bin enttäuscht von dir. Schon ein bisschen peinlich jetzt, also. Toll. Also die ganze Südwand soll auch noch weg. Hier sehe ich das jetzt richtig. Cool. Vielleicht sollte ich meinen Drill mitnehmen. Kannst du dich mal kurz so um für die Positionierung, weil ich gerade zu faul bin, auf Zahlenangaben zu achten, da oben hier hinten ganz ans Ende stellen. Da oben hier? Da, wo ich jetzt gerade rumfliege, hier. Da in diesen Gang rein und da ganz ans Ende. Ich will nämlich gerade rausfinden, wie weit wir noch graben müssen, um an die Kante zu kommen. Beziehungsweise grab mal geradeaus, nachdem du anscheinend... Ich hab Sand und Wasser gefunden, hurra. Cool. So. In dieser Richtung bist. Habe ich erwähnt, dass ich Sand und Wasser gefunden habe? Warte mal. Wow, das ist knapp unter dem Cobblestone-Generator. Oh. Und zwar knapp mit der Lava. Ja, das dachte ich mir auch gerade beim Auftauchen so. Okay, dann machen wir doch mal wieder zu. Bist du drin? Geh rein. Na, welcher Gang kamst du? Da, oder? Das heißt, die Höhe ist gut. Okay. Hier. Wir und unsere Tiefen sehen, gell? Juhu! Hihi, das sieht lustig aus, wie du aus dem Wasser erscheinst. Tada. Ich bin halt eine Erscheinung, also eigentlich. Und wie weit jetzt hinter? Bis hier? Oh Gott. Bis zu diesem Schräggang, den ich da unten angefangen habe, bis hierhin. So. Der anscheinend eins zu tief war. Ja,
jetzt im Prinzip in die andere Richtung auch nochmal. Spaß. Genau. Und. Oh, Eisen. Bei mir wenigstens irgendwas Spannendes wieder zum Abbau. Immerhin ab und zu ein bisschen Eisen. Aber was finden wir denn hier so? Nichts. So gar nichts. Ja, wir sind zu weit an der Oberfläche. Ihr seid so oberflächlich. Das auch. Daniel? Willst du mal wieder Ausmessungsarbeit leisten? Nein, aber ich mach's trotzdem. Dann renn mal bitte einfach im Prinzip hier weiter. Wo bist denn du da? Hier, einfach hinter mir da oben weiter. Mhm. Oh, mein Jetpack ist fast leer, glaube ich. Achten. Wo bist du denn? Ja. Da habe ich ja ziemlich perfekt geendet. Weit oben. Ja, das ist so die Frage. Je nachdem, wo das Wasser ist. Nee, ich glaube, du bist eins zu weit unten. Ja, du bist eins zu weit unten. Na komm schon. Echte neue Maus. Drückt die ganze Zeit doppelt Rechtsklick oder Linksklick oder sonst was. Nee, doppelt Rechtsklick. Ist besonders beim Bauen nicht so toll. Ja. Kommt drauf an, mit was du baust. Und mit Obsidian baust, ist doof. Ja, das ist allgemein lästig. So, genau. Okay. Place one, get two. Daniel, eins weiter hoch. Jo. Yay, 7 Frames pro Sekunde. Cool, immerhin. Haben wir uns nicht beim letzten Mal noch drüber gefreut, dass es so viele waren? Ich weiß auch nicht. Es war jetzt auch direkt nach dem Teleportieren. Also. Zurück aus dem End, so gesehen. So, wie kriegt man jetzt... Es gab doch. Oder war das auch was anderes Mod? Ich fände es voll lustig, wenn man in Minecraft unterirdisch buddelt. Hier tropft alles. Wenn man in Minecraft unterirdisch buddelt und oben gibt ein bisschen das, die Statik nach. Ja, lustig ist relativ. Ja, aber dann musst du die Minecraft-Physik halt komplett ändern. Ja. Physik. Warum? Minecraft hat doch so eine tolle Entschuldigung, Physik. Entschuldigung, musste Minecraft mal Physik geben. Besser? Mhm. Ein bisschen. Oh, guck mal, ich habe hier einen Item Transport Pipe gefunden. Cool. Sachen gibt's. Ach, okay. Die perfekt abschließt. Hat wohl was mit dem Cobblestone zu tun, Cobblestone-Generator zu tun. Flo, was machen deine Forschungen? Meine Forschungen haben ergeben, dass wir nicht genug für ein Portal haben. Und jetzt habe ich mal XP geholt und das überlege ich gerade, wie ich aus dem Tank wieder rauskriege. Ich finde, die Decke tropft hier gefährlich. Solange sie blau tropft und nicht rot, ist alles gut. Ja, aber wenn du hier Maschinen reinbauen willst und irgendeinen Depp-Streich ich irgendwann mal oben eins entfernst. Also ich finde, wir sollten hier noch eine Decke einbauen mit irgendwas, was man erkennt. Ja, ich dachte nicht, dass ihr einen Raum durchgehen lassen würdet, der Dirt und Stone als Decke hat.
hab gehört, das ist modern. Retro-Look und so. Mhm. Hüllenflair. Ah, okay. Mhm. God damit. Okay. Ja. Flo, wie weit bist du denn mit deinem? Ja, da wir keine Portale haben, um uns herzukriegen, ist es jetzt erstmal so on hold. Ich glaube, jetzt brauche ich erstmal was für XP-Zeug. Dann kannst du das doch nächste Folge machen, oder? Kann ich versuchen. Ich habe einen Nackwadar gefunden. Sehr gut, weil diese Folge würde sich mal wieder dem Ende neigen. Oh, ich habe viel Nackwadar gefunden. Lass mich noch ganz schnell schauen, wie viel Nackwadar ich hier gefunden habe. Vielleicht reicht's ja. Eins, zwei, drei, viele. Sechs. Immerhin, aber das wird nicht reichen. Gut, dann. Dann. Mit unseren grandiosen sechs Nackwörter. Kuscheln wir jetzt bis zur nächsten Folge. Genau. Viel Spaß. Oh, flauschig. Das bezweifle ich irgendwie. Klebrig? Weiß ich nicht. Hast du noch nie einen Nackwadar in der Hand gehabt, Mann? Nee. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es radioaktiv ist. Also. Das dachte ich nämlich auch eher, ja. Ich habe keine Statusveränderung, so gesehen nein. Das hat jetzt nicht so viel zu sagen. Jo. Servus. Servus. Bis dann.